days has left many residents in some of the pair. Why are you doing this? Get up! The pretties my little girl has given me! Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Band Footage, verbotenes Filmmaterial, Resident Evil 7. Jo, perfekter Zeitpunkt. Es ist 23 Uhr, kurz vor der Geisterstunde. Ich habe dünne Wände, die Nachbarn schlafen wahrscheinlich schon. Was kann schon schief gehen? Wir haben jetzt noch zwei Videokassetten übrig. Und es ist mir eigentlich fast schon zu spät, um Rätsel zu lösen. Schlafzimmer, das hebe ich mir für die nächste Aufnahmesession auf. Das klingt nach einem kurzweiligen Minigame, so ähnlich wie 21. Mit Schusswaffen, Fallen und Fähigkeiten bis zum Morgen überleben. Ich würde sagen, wir probieren das aus. Albtraum von Beginn an spielen. What? Die Belohnungen für Albtraum und Nachtangst ansehen. Ja, wir können nur das auswählen. Wir versuchen es einfach mal. Oh Mann. Bei meiner Zielgenauigkeit, das kann was werden. Ich kann doch nicht zielen. Das geht nicht. Es hat einen Grund, warum ich keine Ego-Shooter spiele auf diesem Kanal. Ah ja, gut. Wo bin ich? Soll das ein verdammter Scherz sein? Ja, das ist ein verdammter Scherz. Ich hab nicht mal Schusswaffen oder so. Das geht nicht gut. Ich hab gar nichts. Nichts. Niente. Nada. Wohin zeigt dieses Werkzeugding sie? Sammeln sie Reste und ja. Ohohoho. So, mit was wollen wir denn? Mit was wollen wir denn? Erste Hilfe kann nicht schaden. Dann nehmen wir zwei. Jetzt haben wir noch 775 Dingsi. Flinte. Ja, wir versuchen das damit. Oh, mehr geht nicht. Na gut. Dann nehmen wir noch. Ja, dann den Rest. Und für Notfälle. So. Alles klar. Okay, links, Messer hoch, die Flinte. Haben wir jetzt nicht? Nee, haben wir nicht. Naja, war klar. So, ich kann mich an die Steuerung auch nicht mehr wirklich erinnern. Das wollen wir nicht. Okay. Kann ja fast nichts mehr schief gehen. Wir haben schon mindestens 10 Minuten überlebt. Wir haben nur 20 Schuss. Das ist ein ziemlicher Gag. Aha. Fünf Stunden bis zur Morgendämmerung. So, ich weiß es nicht. Muss ich rumlaufen oder kann ich einfach fünf Stunden hier bleiben und das Leben genießen? 125? Ja, wir sehen uns mal um. Okay. Mist. Genug gesehen. Okay, ab jetzt geht's los. Mittendrin im Wahnsinn. Lassen die auch was fallen? Vor allem, ich weiß es nicht. Ich meine, eigentlich könnte ich ja... Könnte ich nicht? Im Raum stehen bleiben. Mit Resten können sie... Bleibst du liegen? Mit Resten können sie Fallen aufstellen. Wie denn? Oh, ich schaff's nicht lang. Oh mein Gott.
Das hat mir jetzt aber nicht erklärt, wie ich mit Resten Fallen aufstellen kann. Bleib liegen. Schlechter Zeitpunkt, Junge. So, nochmal ansehen. Ich will Fallen aufstellen. Nein! Lass die Maschine laufen. Finger weg von der Maschine, das ist meine. Hat er die jetzt abgedreht? Nee, hat er nicht. Oh. Ich glaube, wir benötigen etwas. Gut, damit muss ich... Lad nach. Wir benötigen auf alle Fälle Munition, bemerke ich gerade. In your face. So. Geht das jetzt auf Pause, wenn ich da drinnen bin? Ja. Nein, tut's nicht, oder? Ja, ist doch eh ganz leicht. Au! So, wie ging das heilen? So ging... Nee, so ging das nicht. Verdammt. Naja, okay, Leute. Wir werden das Morgengrauen nicht erleben. Dann schnitze ich dich halt weg. Ich kann das auch. Angeblich sind die Beine eine Schwachstelle. Angeblich. Na, bitte, funktioniert doch. I'm a hero. So. Okay, unten ist die Pistole. Weil die einfach... Ja. Wohin? Wohin? Dorthin. Warnung, besiegen Sie alle Gegner. Ja, eh. Haben wir da jetzt noch einen erinnern? Nee, wir haben keinen erinnern. Wie ging das mit dem Heilmittel? Da gab es doch auch irgendwie eine schnelle Taste, oder? Na, ah, lästig. So. Mal wieder was abholen aus der Maschine. Ich würde gerne wissen, wie das mit den... Oh, 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 das sind die Mistviecher. Die schnellen. Alle Pressen wurden gestoppt. Wieso wurden alle Pressen gestoppt? Das war so nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Wie ich auch einfach immer die falschen Tasten erwische. Okay, alles unter Kontrolle. Wow! Fast alles unter Kontrolle. Ja, lad nach. Ist ja Zeit. Ist egal. Verpiss dich! Oh, das könnte man durchaus als knapp bezeichnen. So, aber jetzt wird es wirklich Zeit. Ich werde hier unten nicht sterben. Yay! Wir haben es bis 1 Uhr durchgehalten und es war richtig verdammt knapp. 4 Stunden bis zur Morgendämmerung. No way. No way. So. Und schon haben wir keine Kohle mehr. Wollen wir das Teil auch kaufen? Ja, wer braucht das schon? Das ist was für Anfänger. Hab ich nicht? Ich dachte...
245, das war jetzt etwas zu wenig. Ich dachte doch, wir haben da... Gibt das nicht mehr? Das ist blöd. So, mitten rein ins Partygetümmel. Ah, guck ihn an. Reiß dich zusammen, du hast bis hier überlebt. Du hast bis hier überlebt. Was man von dem nicht behaupten kann. Oh no. Ja, ja gut, vielleicht ist er härter im Leben, als ich dachte. Ha, Kniescheibe weg. Alles klar, so können wir die Fallen aufstellen. Na, dann machen wir das noch. Easy, junger Mann. Oh, die sind einfach zu schnell. Die sind zu schnell. Ich finde nie wieder zurück. Nie wieder. Wo muss ich hin? Ah ja, da vorne, dann links. Dann holen wir uns ein paar Teile. Das geht schon. Wir schaffen das. Der Merkel-Simulator. Wir schaffen das. So. Stupid me. Stupid me. Oh. Weg, weg, weg. Ich hab's eilig. Ah, oh, ihr seid... Oh, ich glaube, das war's. Jo. 9320 Punkte ist jetzt nicht unbedingt 5000 Punkte. Reste beim Start plus 250. Sie erhalten beim Spielstart mehr Reste. Alles klar, also hier können wir dann noch eine Menge andere Dinge freischalten. Ich sag's euch mal ganz ehrlich, das wollte ich jetzt nicht drücken. Jo, wir sind wieder hier. Ja, nettes Zwischenspiel, so wie 21. Ich weiß es nicht, ob ich es nochmal spielen werde. Wenn ihr nochmal eine Runde von mir sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Wenn nicht, würde ich sagen, belassen wir es bei dieser, ja, ich sehe gerade, knapp 13 Minuten Aufnahmezeit, Kurzfolge. Es ist halt nicht wirklich meines. Ich bin nicht der Ego-Shooter-Spieler. So cool Resident Evil war, da waren die Kämpfe ja okay, weil sie auch nicht so oft vorgekommen sind. Das ist halt doch für, ja, einfach mal kurz abreagieren. Ich weiß es nicht, ob es einen Abspann gibt. Ich werde mich mal schlau machen auf YouTube. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann, und ich schätze mal, das wird sicher wieder was mit zum Rätseln sein. Ein Raum nur durch Einsatz ihres Verstandes entkommen. Das klingt spannend, auch wenn ich auch da scheitern werde, höchstwahrscheinlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.